Zum vierten Mal trafen sich die Mitglieder des BDS Nord im Autohaus der Stadag GmbH zum Neujahrsempfang. Als Gastredner konnte der Vorsitzende der CDU Schleswig-Holstein, Ingbert Liebing, begrüßt werden. Nach einem entspannten Come-Together sprach er über aktuelle wirtschaftspolitische Themen. Verantwortung zu nehmen, übernehmen. Und zu der Erinnerung an das vergangene Jahr gehört eben für mich auch die Übernahme des Landesvorsitzes unserer Partei. Also hervorragend, wir haben eine ganz tolle Resonanz und freuen uns, dass über 200 Unternehmer und Entscheider aus Politik und Wirtschaft heute hier an dem Neujahrsempfang teilnehmen. Es ist wieder ein Who is Who, ein Treffen vieler netter Menschen und man kann sich vor allen Dingen gut unterhalten und austauschen. Es ist die Vereinigung von Unternehmen in unserer Stadt und bei einer solchen Veranstaltung hat man immer die Gelegenheit, unterschiedliche Partner zu treffen, aber umgekehrt auch sich auszutauschen. Und ich glaube, auch für die Unternehmen ist es wichtig, einen Partner zu haben, Netzwerke aufzubauen und dafür ist der BDS die ideale Plattform. Für uns ist die Veranstaltung eine der wichtigsten im Jahr, weil wir hier einmal die ganze Stadt zusammenkriegen. Alle Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik versammeln sich hier und für mich ist es ja neben dem Inhalt, der hier transportiert wird, natürlich auch wichtig, für mich als Unternehmer, ohne dass wir jetzt heute Abend direkt ein Auto verkaufen, dass jeder einmal bei mir in den Räumen gewesen ist und weiß, wo wir sind. Also ich finde sie sehr kommunikativ. Es ist schön, dass es sehr viele Freiräume gibt, miteinander zu sprechen. Man will ja letztlich den Verein auch näher kennenlernen. Bad Bramstedt ist ja geografisch ein bisschen vom Vereinssitz entfernt und insoweit nutzen wir diese Gelegenheit sehr gerne, Frau Missfeld als Bürgervorsteherin und ich, einmal doch viele kennenzulernen. Und wir stellen eben auch fest, es sind viele Menschen da, die entweder Bad Bramstedt schon kennen oder auch mal da gewesen sind, da zur Schule gegangen sind. Das passt und das zeigt doch, dass wir irgendwo eine Region sind. Im Anschluss nutzten die Gäste die Gelegenheit zum gemeinsamen Meinungsaustausch und Netzwerken.